This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich bin hier gerade am Rumpaddeln in Mecklenburg, so hier kurz vor Feierabend noch mal eben eine Runde machen. Und jetzt mache ich, glaube ich, mal ein ungewöhnliches Review aus dem Boot heraus, wo ich euch mal eben ein Messer vorstelle. Hier nichts Dick Cutting Test und Firlefanz, sondern einfach nur, ich zeige euch mal ein cooles Messer. Mache hinterher wieder ein paar Close-Ups dran, damit ihr euch das mal genauer angucken könnt, damit ihr meine allseits beliebte Unschärfe mit meinen Kameraaufnahmen ausgeglichen wird. Hab da ja öfter mal einen unscharfen Moment auf der Kamera. Und ich möchte euch mal eben kurz das White River Hunter zeigen. Und jetzt kommen hier gerade ein paar Wellen, es wabbelt gerade. Das ist das White River Hunter. Ja, wenn ich über dieses Messer reden soll, was ist da der Punkt? Wir haben hier so ein Coke Bottle Shape des Griffes, richtig cool. Der liegt wie Arsch auf Eimer in der Hand, wenn man mit einem Messer arbeitet. Dies soll als Jagdmesser fungieren. Wunderbar auch für Outdoor, für die Natur. Draußen kann man damit wunderbar arbeiten. Ich muss mal wieder ein bisschen herumpaddeln, dass ich wieder in die richtige Richtung komme. Und das Messer ist rattengeil. Ich habe hier einen S35 VN Stahl. Das ist ja nun inzwischen so Brot- und Butterzeug, funktioniert immer gut, hält gut die Schärfe. Wir haben hier eine Klingenstärke von knapp 4 mm, etwas unter 4 mm würde ich mal eben sagen. Geil ist, keine Schleifkerbe drin, das finde ich auch sehr, sehr geil. Dann haben wir hier, ich habe hier dieses Brown Burlap Canvas Micarta. Sieht sehr gut aus, gefällt mir sehr gut. Kleine Fangriemenöse hinten drinne. Das ganze Ding ist sehr fein poliert. Und die Schneidphase ist so auf der Mitte zwischen fein und sehr fein. Also so genau das, was man will. Allerdings war bei meinem die Schneidphase zu steil geschliffen. Ich habe sie dann noch mal neu gemacht und etwas breiter gesetzt, sodass sie jetzt ein bisschen spitzer ist. Jetzt schneidet es noch besser. Das Coole ist eben hier eine 9 cm Klinge, mittelspitz, Drop Point. Ja, das ist meines Erachtens ein Messer, was viele nicht auf dem Zettel haben. Ich habe das mir schon lange immer angeguckt, muss ganz ehrlich sagen, ich war zu geizig, es mir zu kaufen. Dann habe ich bei uns beim Messertreffen bei mir, hatte der liebe Jens hatte das Messer und dann habe ich den so lange belabert, bis wir getauscht haben. Und nun ist es meins und Jens hat dieses Messer hier auch, er hatte sich das auch gekauft und hat dann auch eigentlich gar nicht viel benutzt oder so. Das lag bei ihm auch nur rum. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm für ihn, dass er das jetzt weggegeben hat. Es ist auf jeden Fall, der Griff ist auch, also es ist einfach erste Sahne hier mit diesem hinten dran. Ihr habt ein wahnsinnig geiles Gefühl damit, wenn ihr zum Beispiel mit Feinarbeiten macht am Wild oder so als Jagdmesser. Rattengeil, als Outdoormesser. Rattengeil. Super schlank und führig, leicht. Da ist eine Lederscheide bei. In den Close-Ups werde ich das natürlich wieder reinpacken. Ich habe mir selber eine dazu genäht, weil ich Linkshänder bin, weil dieses Messer trage ich echt sehr gerne und wird mich in Zukunft oft auf Jagd begleiten, wenn ich nicht wieder was Neues habe, was ich reviewen muss. Und das ist ja immer die Krux. Es gibt Sachen, die ich gerne mag,
die ich haben möchte, und dann kaufe ich mir die oder besorge mir die irgendwie, und dann kommt das, dass ich dann wieder ein Review für was Neues machen muss, will das austesten, muss was filmen, will für euch was zeigen und so weiter, und zack, hast du dein eigenes Messer, was du gerne hast, eben schon wieder nicht mehr benutzt, weil du immer neue Sachen ausprobieren willst, was ja natürlich auch ein Jammern auf hohem Niveau ist, wenn man immer wieder neue Sachen zum Testen bekommt und ausprobieren kann, ist das natürlich auch eine ganz, ganz geile Sache. Ja, das Coole ist an diesem Ding, dieser Griff. Das Ding liegt dermaßen geil in der Hand, dieser Coke Bottle Shape. Und hier im vorderen Bereich ist er auch sehr schlank, und da kann man so gerade so seitwärts mit dem Daumen, wenn man so abschärft, das ist eine gängige Bewegung, die man bei der Jagd, beim Zerwürgen auch macht von Wild, ist das natürlich absolut, oh, das dreht sich, liegt richtig in jeder Form gut in der Hand, und das absolut geil, absolut geil. Und eben auch, dass sich diese Schleifkerben, ne? Viele schreien immer nach Schleifkerben, die sind aber überhaupt nicht gut, weil sich da drin ganz schnell irgendwas verhakt. Seile verhaken sich drinne, beim Wild, die Bauchdecke oder so beim Aufschärfen, zack, ist sie eingehakt. Das sind alles Sachen, die man nicht will, und man kann eben eigentlich ohne Schleifkerbe kann man genau so ein Messer schleifen. Das ist nur so eine, ich weiß gar nicht, warum das für viele so ein wichtiger Punkt ist. In meinem letzten Video, wo ich das neue Bushknives BBC, was demnächst bei Tools for Gents als Serienmesser rauskommt, vorgestellt hat, haben denn Leute auch eben, da fehlt eine Schleifkerbe und dies und jenes und sonst was. Nee, fehlt da nicht, das soll nicht, und ich baue keine Schleifkerben an Messer. Daher will ich da mal ganz klar sagen, gibt's nicht. Und es ist immer auch eine theoretische Sollbruchstelle, weil der feine Übergang hier jetzt ist ein Kraftschluss und schlüssiger Übergang, der ineinander reinläuft. Eine Kerbe ist eine Bruchstelle, die theoretisch, da könnte ein Messer viel leichter dadurch brechen. Ja, S35VN, in der Zwischenzeit muss ich bald ganz klar sein, diese ganzen Stahl-Hypes, das ist inzwischen so gängiger Standard, S30V, und ich sehe bei dem S30VN oder so in der Schnitthaltigkeit auch irgendwie nicht einen großen Unterschied zu einem SB1 oder einem RWL34, auch normale ATS34, Entschuldigung, auch normale ATS34 oder so haben heutzutage eine so geile Standzeit, dass da auch viel zu viel Geschiss drum gemacht wird, meines Erachtens, um Stähle. Ein guter Mittelklasse Pulverstahl, das, was man hier heutzutage, das ist ja jetzt inzwischen Mittelklasse, da schreit kein Hahn mehr nach, dass das der grandiose S35VN ist. Nö, kräht keiner nach, und das nimmt man einfach so wahr, ja, hat S35VN, ist ein Stahl. Ja, und die funktionieren einfach, da braucht man sich nicht drum kümmern. Im Moment, es wurde ja durch viele, viele Firmen, dadurch, dass man denn immer wieder das Messer, gerade Bark River war da meines Erachtens federführend, immer das gleiche Messer immer noch mal mit einem anderen Stahl rauszugeben, und Spyderco natürlich auch, dass es dann immer wieder einen Sprint ran mit irgendeinem anderen Stahl gab, wo dann immer wieder das gleiche Messer nochmal verkauft wird und nochmal, denn die Fans kaufen dann auch wirklich dreimal ein Paramilitary und haben dann verschiedene Stähle, und drei Dinger liegen rum und werden alle nicht benutzt. Das ist natürlich eine witzige Geschichte. Ja, ich glaube, ich habe jetzt euch hier die Taschen voll gelabert. Falls ihr es noch nicht auf der Uhr habt, guckt mal hin. Ich habe auch das White River Sendero. Ich weiß gar nicht, hatte ich darüber ein Video gemacht? White River Sendero? Kann sein, wenn nicht. Ich weiß es gar nicht, ob ich da ein Video drüber gemacht habe. Wenn ja, mache ich euch oben mal eben eine Infotafel rein. Da könnt ihr das Video dann auch sehen. Mann, Alter, ich werde alt. Und
Ansonsten schreibt man in den Kommis rein. Hat jemand White River? Hattet ihr White River schon auf dem Plan? Die haben nämlich auch noch ein rattengeiles, Bushcraft Knife. Und eben dieses Jerry Fisk Bowie und ein rattengeiles Neck Knife. Schreibt mal rein, ob ihr die Jungs kennt. Sind nicht ganz günstig, die Messer werden einem nicht hinterher geschmissen. Und ich wabbel hier mir gerade einen aus. Ist wieder am Boot vorbeigefahren. Ja, schreibt mal in den Kommis. Würde mich mal interessieren, ob ihr die überhaupt auf dem Plan hattet. Also White River beobachte ich schon eine ganze Weile und ich bin vollkommen geflasht von Verarbeitungsqualität, Handlichkeit, Führigkeit. Also es sind richtig Arbeitsmesser der besten Güte. So, liebe Leute, Close-Ups und dann vielen Dank fürs Schauen. Und ich dümpel mal mit meinem Boot jetzt zum Strand und werde denn jetzt Feierabend machen. Vielen Dank fürs Schauen. Vielleicht, ich nehme euch noch eben mit hier ein paar angenehme Szenen. Ich drehe die Kamera noch mal um, dann könnt ihr da noch was von mit rannehmen. Das hänge ich auch noch mit dran. Bis denn. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Quiet afternoon.